Also wenn Darth Vader ein Auto hätte, dann wäre es, glaube ich, das. Heute stelle ich euch den neuen Mustang vor. Hat zwar nur 1 PS, schaut aber super aus. War natürlich ein Witz, hier steht er natürlich. You decide who you gonna be. Stop waiting for somebody to come fix it for you. I'ma tell you right now, listen. Ain't nobody coming to do it, it's mostly me and I knew it. I had to bet on myself, I put the house on my music. Went into debt for this shit, sometimes regret what I did. But as a man, I'ma make it, only regret if I quit. Only regret if I stop, and I can never be bald. So I ain't checking for labels, lest I'm controlling the pot. I mean, I own all my masters, and plus my publishing too. Before I sign them away, I cut back the 40 and shoot. Like poof, now here's the proof, I'm Superman in the booth. The Mike Tyson, the mics, you cannot handle the truth. Unruly and uncouth, and cold as a front tooth. With ice cream in your face, stay in your place, don't get moved. Like I'm Luda, I do you bad in a second. You can't compare with my methods, my mind's a magnetic weapon. So keep relaxing, I'm coming back with an axe and a sword at your front door, declaring that we at war. We at war, and that's exactly how it's gonna be. Don't ever let them underestimate you. Don't ever let them. Die fünfte Mustang-Generation hat mich schon sehr beeindruckt, speziell natürlich der GT Shelby 500. Damals noch mit einer Starrachse, ca. 650 PS, war ein Hammerteil. Natürlich auf der Rennstrecke, auf der Landstraße ist natürlich das fahrerische Können schon angesagt gewesen. Aber 6 Jahre später, Generation 6, Modell 220 Shelby GT 500 ist natürlich eine Faszination. Der Name Shelby ist natürlich geprägt in diesem Fahrzeug. 5,2 Liter, 760 PS, 856 Newtonmeter Drehmoment. Das ist mal eine Ansage. Mit einem 7-Gang Tremec-Getriebe. Hat natürlich alle modernen Fahrmodi drin, was es gibt. Karosserie perfekt gestylt. Gibt es verschiedene Trackpakete. Das ist jetzt das kleine Performance-Paket. Gibt natürlich auch ein Carbon-Performance-Paket, wo alles aus Carbon gebaut ist, mit einem großen Heckflügel, mit schönen Spoiler. Standardmäßig hat das Auto natürlich schon teilweise der Unterboden verkleidet. Ein Heckdiffuser ist drin, ein kleiner Spoiler ist dran. Man kann auch die Lippen für die Straße wegbauen. Also es ist auf jeden Fall ein perfekt gestyltes Auto. Leistung ohne Ende. Tremec-Getriebe ist super. Ich bin zwar jetzt noch nicht viel gefahren damit, aber es fühlt sich sehr cool an. Jetzt machen wir eins. Ich fahre jetzt mich immer das Auto auf die Bühne. Der erklärt euch die technischen Sachen. Der hat sich schon ein bisschen reingelesen mit Getriebe, verschiedene Fahrwerkskonstellationen. Der schaut mit euch jetzt das Auto an, komplett. Und ich darf danach fahren. Ist doch schöner, wie erklären. Das wird ein bisschen anderer Erstkontakt. Ja, nicht nur Fahreindrücke. Sondern wir wollen auch mal ein bisschen die Technik im Detail anschauen, was man so alles bekommt im Shelby. Das Bodykit ist geil. Ja. Riesen Lufteinlässe, alles voll mit Kühler, links und rechts noch zusätzliche Kühler drin, Getriebeölkühler, hier schön der Ansaugbereich für Luftfilter separat abgetrennt. Was dürsten? Was dürsten? Aha. Der Mustang-Fan. Geil. Gibt's was Geiles? Schau mal die Bremsenkühlung an. Ich kann jetzt bis zum Sattel schauen. Lecker mio. Ja, die hat schon Funktion. Ja. Bist schon vorne. Ja, vom Waschplatz hier runter. Ach so. Aber wie fühlt das sich aus? Ja, mit dem Doppelkupplungsgetriebe ein bisschen anders beim Anfahren halt. Beim okay. Automatik. Beim Anautomatik ist er runter von der Bremse, dann schiebt es an. Genau. Und dann muss immer so ein bisschen Gas geben. Okay. Das ist halt Doppelkupplungsgetriebe. Aber ich bin gespannt. Ich auch. Ist jetzt dieser Hellcat-Killer. Kann möglich sein, ja. Also von der Fahrdynamik auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf der Strecke sowieso. Das andere ist Eimer, aber geil. Da müssen wir mal gucken, wie es gegen so einen Camaro ZL1 1LE schlägt. Gerne. Ja. Also Leistung, oder? Dampf hat er mit Sicherheit. Und was denkt man auf halt? Na, jetzt fahren wir ihn erstmal schön gemütlich ein, dass er ein paar Kilometer drauf kriegt, erst Ölberg zu machen und dann. Genau. Dann haust du nochmal rein und ein bisschen was nachfragen. Schauen wir, was geht. Gummi. Ciao. Servus. Der ist begeistert. Der hat die Shelby-Schlange auf dem Hirn tätowiert. Der ist komplett begeistert. Schau dir mal diese riesige Bremse an. Also die sticht mal sofort ins Auge. 6 Kolben Brembo, 420 mm Scheibe. Schon ein heftiges Teil. Was haben wir für Reifen drauf? 305, 30, 20 auf der Vorderachse.
Michelin Pilot Sport 4S, kein schlechter Reifen, sehr gut. Das ist echt ein schönes Bodykit, gell? Schön breit. Hinterachse, boah, das ist mächtig. 315, 30, 20, das sind ordentliche Reifen. Sollte gute Traktion haben, aber die Traktion braucht er auch, weil wir haben ja auch 760 PS anliegen. Da ist das sicher nicht verkehrt. Hinten auch eine schöne 370 mm Scheibe drin. Was Neues, wir haben jetzt hier zwei Bremszangen. Wir haben einmal die Betriebsbremse, also normale Fußbremse, und die kleine hier ist nur für die Handbremse. Ja, Heck vom Fahrzeug. Also die Endblenden, Nachgasanlage sind wesentlich größer geworden. Passt zum gesamtbulligen Auftritt vom Auto. Sollen wir mal den Test machen, ob eine Faust reinpasst? Ja, schauen wir mal. Ja, wow. Passt. Ja, passt rein. Mächtig. Klappenabgasanlage, kann man hier schön sehen. Das äußere Rohr geht durch den Topf gedämpft. Hier geht es gedämpft durch den Topf durch. Und das innere Rohr, hier sieht man schön die Klappe. Dann haben wir, genauso wie wir es beim GT350 auch schon hatten, Unterboden am Heck ist geschlossen mit Lufteinlässen. Wenn du hier reinschaust, hinter den Gittern ist der Differentialölkühler. Der liegt hier einmal quer drin. Hast du extra die Taschenlampe ausgepackt? Logisch, dass unsere Follower auch was sehen können. Hier oben ist der Kühler. Das sieht man relativ schlecht. Doch, man sieht den. Ja, genau. Und das ist cool gemacht, weil er nämlich direkt hier unten angeströmt wird. Der Unterboden hinten ist geschlossen. Und hier sind zwei Lufteinlässe, zwei Luftkanäle. Unterboden ist geschlossen mit diesen beiden Einlässen hier. Und die strömen auf den querliegenden Kühler, der für die Hinterachse ist. Also Differentialölkühlung haben wir hier hinten. Hier kann man schön sehen, das Hinterachsdifferential. Da haben wir hier hinten zwei Anschlüsse dran. Einmal Absaugung zum Kühler mit einer elektrischen Pumpe und wieder zurück ins Achsdifferential. Hier ist der Temperatursensor, das heißt die Hinterachstemperatur wird überwacht und gekühlt. Ja, was haben wir noch anders zum normalen Mustang? Eigentlich gar nicht mehr so viel. Emblem natürlich und der große Heckspoiler, ist auch mächtig. Was ich ganz cool finde, er hat hier so einen Gurney Flap und den können wir abschrauben. Er hat hier vier Verschraubungen und dann können wir diese letzte Lippe hier abnehmen. Abgasrohre haben einen relativ guten Durchmesser, sind relativ groß. Was wir hier auch noch sehen, ist eine Carbon-Kardanwelle. Ja, das ist schon anders im Vergleich zum normalen Mustang. Der normale 5 Liter hat hier auch so ein Flexrohr drin und ist relativ verjüngt vom Auspuff. Der Rohrdurchmesser ist relativ klein und hier ist schon ordentlich dickes Rohr drin. Also die Abgasanlage ist schön anders. Nur mal zu den Emissionsklassen. Ja, das Auto, so wie es hier steht, erfüllt California Emission. Also in Kalifornien haben die auch einen sehr hohen Standard, was die Abgase angeht. Das Auto hat keinen Partikelfilter, braucht aber auch keinen Partikelfilter, weil es ein Saugrohreinspritzer ist. Das ist kein Direkteinspritzer. Der normale 5-Liter Mustang hat Saugrohr und Direkteinspritzer, beides. Und kann hin und her schalten, je nach Fahrzustand. Hat hier in dem Gehäuse zusätzlich noch einen Partikelfilter drin, das Europa-Modell. Dadurch, dass wir hier aber einen reinen Saugrohreinspritzer haben und keinen Direkteinspritzer, ist es nicht nötig, einen Partikelfilter einzubauen. Die Krümmer sehen serienmäßig auch schon richtig cool aus. Das ist eigentlich schon so ein schöner, kurzer Fächerkrümmer. Hier haben wir den Luftschacht für die Bremsluftkühlung, was wir in der Front gesehen hatten. Also die Luft strömt hier raus und wird hier direkt schön zur Bremse, zur Radnabe geleitet. Also die Dämpfer an sich ist ein Magnetic Ride Fahrwerk. Das heißt, es lässt sich je nach Fahrmodi abhängig in der Härte verstellen. Haben wir hier die elektrischen Anschlüsse dafür. Vorne ist es auch relativ gut geschlossen. Also soweit wie es geht, haben sie es schon schön zugemacht alles. Motor, Getriebe. Hier ist auch nochmal eine schöne Luftführung eingearbeitet ins Radhaus. Zur Bremse hin. Na ja, das Wichtigste haben wir uns jetzt gar nicht angeschaut. Oh, da musst du ihn wieder drunter lassen. Nein, hier. Meinst du nicht den Motor? Das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Da bin ich richtig gespannt, wie das sich fährt und wie es schaltet. Das ist eine neue Entwicklung von Tremec. Also keine Wandlerautomatik mehr, kein Schaltgetriebe, wie es in der Vergangenheit immer gewesen ist, sondern tatsächlich mal ein Doppelkupplungsgetriebe. Das gleiche, leicht abgewandelt von Tremec, wird auch in der neuen C8 Corvette kommen. Was sagst du eigentlich zu der ganzen Handschalter-Thematik? Weil den gibt es ja nur
mit dem DKG? Also prinzipiell bin ich ein Fan von Handschalter, weil es einfach irgendwo puristisch ist und ich finde, beim Autofahren sollte man auch ein bisschen arbeiten. Deswegen stehe ich eigentlich auch auf die amerikanischen Fahrzeuge, weil das halt alles noch so ein bisschen mehr Arbeit ist im Auto und etwas rustikaler. Von der Performance her bist du natürlich mit einer modernen Automatik oder einem Doppelkupplungsgetriebe schneller, aber ich finde vom Fahrspaß her eigentlich Handschalter genial. Gibt's leider nicht, ne. Ich denke, die Handschalter werden auch langsam aussterben, leider. Wird immer weniger. Und jetzt das wichtigste Stück. Jetzt gucken wir mal unter die Haube. Sag, musst du die Haube jetzt doppelt öffnen? Die müssen wir jetzt doppelt öffnen. Was nämlich auch gleich auffällt, und da werden sich die Mustang-Fahrer freuen. Hookpins, serienmäßig. Dann hat er immer so das Problem, also diese Motorhaube, die ist ja komplett aus Aluminium, auch bei den normalen Mustangs. Und wenn du dir die mal anschaust, von der Fläche her wahnsinnig groß. Und auf der Autobahn bei höheren Geschwindigkeiten flattert die auch mal ganz gerne. Und durch diese zusätzlichen Hoodpins haben wir jetzt vorne quasi drei Befestigungspunkte. Einmal das normale Haubenschloss in der Mitte, wo die Haube zugehalten wird. Und dann haben wir hier links und rechts noch diese Pins. Und die rasten dann zusätzlich hier in der Motorhaube nochmal ein und verriegeln die Motorhaube außen, links und rechts. Das heißt, die Motorhaube ist vorne komplett dreimal lang gehalten und wesentlich stabiler, wenn sie zu ist, und sollte hoffentlich nicht mehr so flattern auf der Autobahn. Ja, den haben wir da. 5,2 Liter V8 mit Kompressor, 2,65 Liter, also knapp 2,7 Liter der Kompressor. Leistet 760 PS und ich glaube ein bisschen was über 850 Newtonmeter Drehmoment, also schon richtig ordentlich. Für relativ wenig Ladedruck, sind nur 0,8 Bar Ladedruck. Könnte richtig Spaß machen in Kombination mit dem Getriebe dann. Da wirst du wahrscheinlich noch ein bisschen Hand anlegen. Ja, jetzt gucken wir mal. Jetzt fahren wir das Auto erstmal ein. Mal ein paar hundert Kilometer drauf fahren, den ersten Ölwechsel machen, mal ein bisschen kennenlernen alles. Einige Daten mal mit aufzeichnen und dann machen wir mal eine 100-200 Messung und eine Leistungsmessung auf dem Prüfstand, dass wir mal eine Basis haben. Und dann überlegen wir uns mal, was wir machen können. Aber anbieten wird sich natürlich einmal eine Software, eine kleine. Und hier vorne ein Altbekannter aus dem Hellcat-Video. Haben wir das Kompressorrad, auch neu. Mit Freilaufkupplung, also das ähnliche Prinzip, wie es im Hellcat auch ist. Da könnten wir auch noch ein bisschen kleiner gehen und mal sehen, was wir so rausholen. Das gibt's dann aber im nächsten Video. Das wird in einer der nächsten Sendungen folgen. Ja, aber sieht gut aus. Gefällt mir. Hier ist der Wasserbehälter für die Ladeluftkühlung. Das Fahrzeug hat eine wassergekühlte Ladeluftkühlung, das ist hier der Ausgleichsbehälter dafür. Hier gehen auch die zwei Leitungen rein. Das heißt, wir haben hier im Kompressor einen Wasserkühler verbaut, der uns dann die Ladelufttemperatur herabkühlt. Was auch interessant ist, hier ein schöner Hinweis. Wir haben ja einen großen Luftauslass in der Motorhaube. Hier eigentlich über die ganze Fläche. Für Rennstreckeneinsatz ist der zu demontieren. Das sind hier seitlich drei Schrauben, hier hinten nochmal zwei. Und dann kannst du diesen ganzen Deckel abnehmen und dann hast du eine schöne Entlüftung unter der Motorhaube. Kommt der Thermik nochmal ein bisschen zugute. Haube ist relativ leicht, so wie sie sich anfühlt. Haubendämpfer diesmal mit drin, da hat er ordentlich Zug. Könnte wirklich viel Spaß machen, das Auto. Schließen wir mal die Geschichte. Schauen wir uns mal den Innenraum an, was sich hier so alles getan hat. Schön dunkel, schwarzer Himmel. Carbon sticht auch gleich ins Auge hier. Schaut richtig schön aus. Öldruck und Öltemperaturanzeige. Ach, schau hin, wie schön. Dass wir wissen, dass wir in einem Shelby sitzen. Stolze 17,6 Kilometer. Nagelneu. Ja, so ein paar hundert Kilometer sollten schon drauf sein, bevor wir da irgendwas machen. Hier auch anders die Mittelkonsole. Wir haben jetzt nur noch so ein kleines Drehrädchen. Kein Gangwahlhebel oder Schalthebel mehr. Nur hier Drehrädchen für die Fahrstufen oder manuellen Modus, dass wir hier mit dem Pedal schön schalten können. Daneben die elektrische Handbremse und das war's. Startknopf, Warnblinker uninteressant, brauchen wir nicht, wir haben keine Panne. Traktionskontrolle deaktivieren und hier auch ganz cool, wir haben einmal die Auspuffklappen
die wir verstellen können und die Fahrmodis, die wir verstellen können. Also relativ viele Einstellmöglichkeiten. Willst du mal auf den Knopf drücken? Ja, der blinkt schon so neckisch. Ja. Ne? Der will, dass wir ihn starten. Haben wir es jetzt mal gesehen? Dann rennen wir mal hoch zum Karl. So, es wird natürlich jetzt sehr spannend, wenn sequenzielles Getriebe in einem amerikanischen Auto, das gibt es definitiv selten. Mustang wird es als erstes verbaut, die neue Corvette C8 wurde es auch verbaut, nur das Auto haben wir leider noch nicht da zum Testen. Es gibt verschiedene Fahrmodien. Zum Beispiel Track und Trackstrip ist natürlich beim amerikanischen Auto sehr wichtig. Dann haben wir die normale Straße, Schlechtwetter-Option. Also es gibt alle Optionen, was man halt so braucht. Das Wichtigste ist natürlich die Option, den Auspuff durch einen Schalter zu öffnen, durch ein Klappensystem im Endtopf. Quiet. Zu wenig Dampf. Leise. Ist natürlich nichts für mich. Normale Option, hört sich schon mal richtig gut an. Und Sport. Ist natürlich das Optimalste. Hat natürlich serienmäßig eine Rückfahrkamera. Schaut super cool aus. Dann Auto, Klimaanlage. Automatik, manuell, maximal. Klima, da hat sich nicht viel zum ursprünglichen Mustang geändert. Dann kommt das Wichtigste, die Shelby-Option im Lenkrad. Gehen wir auf den Dreckstrip, dann gehen wir auf das Schlangerl und hier können wir dann verschiedene Optionen einschalten. Line-Lock, Launch-Control, Acceleration-Timer. Brake Performance, da kann man einige Sachen umstellen. 300 auf 0, da gibt es viele Optionen, aber das Auto ist einfach noch zu neu. Wir wissen noch nicht alle Optionen. Also das heißt, wir müssen tatsächlich mal ein bisschen auf der Rennstrecke spielen, wie das funktioniert. Also zum Beispiel das Launch Control, dann das Line Lock, das ist zum Starten, da wird dann nur die vordere Bremse blockiert. Also optimal natürlich auf dem Dreckstrip. Also sind eigentlich alle Optionen drin für die Straße und für die Rennstrecke. Es gibt halt noch das Carbon Performance Paket. Haben wir leider bis jetzt keinen bestätigten Vertrag. Da wären noch die ganzen Optionen mit Carbon Flügel, Carbon Frontlippen. Jetzt werden wir mal das Tremec-Getriebe testen. Also ich fahre jetzt mal auf D los. Schaltet. Das ganze Interieur des Tachometer-Drehzahlmessers sehr übersichtlich. Macht richtig Spaß, das Auto, muss ich jetzt ehrlich sein. Ich bin ja schon einiges gefahren vom Camaro ZL1 über die Corvette, die neue Corvette leider noch nicht. Aber das Teil ist nicht unberechtigt, der Name Shelby auf dem Kofferraumdeckel. Also da steht es nicht nur drauf, es ist auch drin. Cooles Auto. So, jetzt fahren wir über die Landstraße, mal auf die Autobahn. Dann schauen wir mal, ob die 760 PS nicht nur auf dem Papier sind, ob sie tatsächlich unter der Haube sind. Wird spannend. So, jetzt sind wir mal auf der Autobahn gleich. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Schauen wir mal, was für Fahrmodien wir einstellen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt Sport. Auspuff gehen wir natürlich. Na, gehen wir mal auf Dreck. Dass er richtig ballert. Fahrwerk ist Sport, also normal muss alles funktionieren. Manuelle Schaltung. So, schauen wir mal, was das Auto kann. Ich
Betrieb ohne Probleme fahren. Man kann in der Stadt fahren, Land, Autobahn, perfekt überall. Also wirklich mega. So, und jetzt werden wir mal den Michi am Sonntag von der Couch schmeißen. Und schauen wir mal, ob er daheim ist, weil er ist schon mit dem Auto nicht gefahren. Er hat sich nur technisch erklärt. Aber ich glaube, das ist ihm sicher wert, dass er am Sonntag die Füße vor die Tür tut und fährt mit mir eine Runde. So, den ersten Test habe ich jetzt gefahren und er fährt den zweiten, nicht, dass er heute Nacht nicht schlafen kann. Schönes Video, jetzt hat er's. Also. Sollen wir dir deine Wackelmaschine holen? Also meine Hand ist ziemlich am Wackeln nach der Fahrt. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich die Kamera jetzt stillhalten kann. Brauchst du einen Gimbal? Schönes Sonntagnachmittag. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich schau mich jetzt! Also, dass du so fahren kannst, Michi, das habe ich noch nicht erlebt, ne? Ja, ist ja normal vernünftig. Ja, guck dir das an, ich krieg das Zittern echt nicht hier raus. Soll ich's halten? Mach Abschluss. Du, man könnte ja mal einen Abschluss mit dir machen. Einen Abschluss mit mir, wie blass ich bin. Okay, dann gehst du jetzt schön Kuchen essen. Richtig Kuchen essen. Unser Kameramann ist leider tot. Ich bin leider so ein bisschen blass geworden. Jetzt kann er immer, bei dem letzten. So. Ja, die Hand ist immer noch. Okay. Also immer noch eine schüttige Hand. Also drehen kannst, aber du bist noch nicht spukfest. Dann fahren wir jetzt heim. Dann? Bis morgen. Bis morgen. Ja, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. So, das ist jetzt der Abschluss von unserem schönen Filmchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vor allem tut er schön. Bis zur nächsten Sendung.